Hi Leute und recht herzlich willkommen zurück bei Monster Hunter. Mit mir natürlich wieder Simon, Therma. Hallo. Und diesmal sogar mit richtigem Intro. Yay, gut. Und diesmal sogar mit richtiger Audioeinstellung. Skype, huscht, huscht, Skype. Habe ich die Quest schon angenommen? Ja. Hast du. Gut. Hast du schon gegessen? Ja. Dann können wir gleich weitermachen mit der Lagiacrus-Jagd. Diesmal nur der normale Lagiacrus, denn den anderen haben wir jetzt erstmal zur Genüge gejagt. Richtig. Aber Unterwasserkämpfe. Oh, ja. Ah. Oh, okay. Ah, Gebiet 6. Na gut. Ah, die Startpositionen sind echt cool. Kommt man echt an Positionen, die man eigentlich nicht erreichen kann. Ja, bist du gerade im Geheimgebiet? Also so, sind da so ein paar Sammelpunkte, wo du gerade genau gelandet bist, oder? Oh nein, ich bin gerade direkt beim Lagiacrus gelandet. Nee, ich bin gerade auf Gebiet 6 in einer kleinen Höhle oben gelandet. Oh, jetzt schreit er. Ja, hast du geguckt, ob da Sammelpunkte waren? Ja, waren. Hast du sie gesammelt, oder? Nee. Okay, dass du warst in der geheimen Gegend, also es gibt im Up High Rank gibt's halt, ja, geheime Gegende. Die geheimen Plätzchen, da kann man starten. Wenn man beim Essen, da gibt's ja auch manchmal die Fähigkeit Forscher. Ja. Ach stimmt, da kann man immer da starten, gell? Und dann startet man immer da. Und da sind halt ziemlich seltene Sachen. Manche findet man, glaube ich, sogar nur an diesen seltenen Punkten. Okay, dann hätte ich es vielleicht. Eventuell. Nein. Oh. Das war knapp daneben. Es wäre schön, wenn er mich mal heile lässt. So. Ja, aber ist doch nicht schön hier. Ich meine, wir sind ja auch nicht zum Spaß hier, ne? Ja, nee, wir sind hier. Da, um dieses ganz bestimmte Monster hier zu töten. Also, ich kann es ihm nicht verübeln, dass es mich umbringen möchte. Nee, Moment, nicht töten. Das fällt mir auch gerade ein, ich muss ihn noch markieren. Achso, stimmt. Nicht töten? Nee, fangen. Ja, schon klar. Aber so viel haben wir ihm jetzt nicht gemacht, oder? Ja. Ah ja, übrigens, Simon hat eine sehr coole Rüstung gerade an. Die vom Jan Moran. Die Sense ist schon ziemlich cool. Jen, sorry. Bam. Kann ich ihn vielleicht auch mal ein bisschen Damage machen? Ah, come on. Ich bin Unterwasserkämpfe mit dem Langschwert überhaupt nicht mehr gewöhnt. Ich bin gerade total. Ja, ich kämpfe unter Wasser eigentlich auch meistens mit der Doppelfinger. Okay, so. Na, ich habe im Tree habe ich zwar meistens mit der Lanze gekämpft, aber je nachdem gegen wen auch mit dem Hammer oder mit dem Langschwert. Oh, nicht in Ruhe. Und das waren so die Waffen, die ich benutzt habe. Ja, sind beide ziemlich gut unter Wasser. Muss man sich halt nur wieder dran gewöhnen, wenn man es lange nicht mehr gezockt hat. Ja, und hier habe ich halt jetzt fast ausschließlich mit der Lanze unter Wasser gekämpft. Oh, nein, Elektroschock. Ah. Ach, schade. Eine Sekunde, ein bisschen länger und ich hätte Kombo fertig gehabt. Ah. Naja. Damit. Oh. Ah! Jetzt macht er zwei hintereinander. Der Arsch. Okay. Schrei du nur rum. Ich höre dich sowieso nicht. Ha, ha, ha. Leider nur. In real life. Schade, er hat mich doch noch erwischt. Ah, naja. Immer schön ausweichen. Okay. Ja. Immer schön ausweichen. Pfusch. Okay, ich brauche dringend eine neue Rüstung. Aber das machen wir hier gerade. Genau, und dann hast du auch, glaube ich, eine der Rüstungen mit der höchsten Donnerresistenz von allen. Sehr schön. Wird Zeit. Okay. Ich hab wieder K.O. Ich habe keine Lust,
Unterwasserkämpfe sind echt ätzend. Nix im Vergleich zu der Landkämpfe. Ja. Aber, also je nachdem, man, mit der Lanze kämpfe ich auch sehr gerne unter Wasser. Mit der Lanze kämpfe ich sogar gegen zum Beispiel den Ludrot, den großen, kämpfe ich lieber unter Wasser als außerhalb der Lanze, weil man den da einfach... Unter Wasser hält der quasi still, ne? An Land hüpft der dauernd durch die Gegend. Ach so. Aber im Wasser hält der relativ still. Und dann kannst du halt mit der Lanze wunderbar zack, 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 immer schön ihn pieksen. Und zumal halt die Lanze ist eigentlich profitiert sehr stark hier unter Wasser, weil der Stich nach oben ist stärker als der Stich, der gerade Stich. Und den kann man halt unter Wasser, kannst du dich einfach immer so positionieren, vermeinst, dass du immer mit dem Stich triffst. Okay, ja. Und so kann man, also kann man den Schaden schon relativ erhöhen, ne? Glaube ich dir. Uch. Da wollte ich jetzt nicht hinschwimmen. Nicht das Gebiet verlassen. Das ist immer so ätzend, wenn die Monster dann an der Grenze sind zum Gebiet und man die nicht angreifen kann oder so. Ja, vor allem die können da schön rumlaufen, ohne das Gebiet zu wechseln, aber mir nicht. Dabei, wenn sie dann abhauen. Ja, im Gebiet wechseln sind Monster ja sowieso immer. Die können ja noch, haben ja noch viel mehr Möglichkeiten, das Gebiet zu wechseln. Okay. Diesmal war ich gerade mal weg. Ziemlich Glück. Macht er vielleicht zwei Schocks? Ach, denn. Das. Sicher, wenn er das macht. Das habe ich nicht vorhergesehen. Oh. Aha. Hi, Ludros. Wir kriegen gerade hier Besuch. Ach, ja. Denk mal, ich krieg mir meine Combo hier nicht komplett ausgefüllt. Oh. No. Schrei mich nicht an. Okay. Gut, was tust du? Ich soll dort dringend was gegen meine Beeinträchtigung machen. Sonst macht mir der nächste Donnerangriff wieder viel zu viel. Oh, ich habe keine Nullbeere dabei. Doof. Ich habe gerade alle Angriffe voll daneben gemacht. Ja. So. Combo? Combo? Komm. Ah, nein. Aber danke, Lutrof. Der hat mich schön aus der Angriffsreichweite geschubst. Oh. What? Das war, ich glaube, die Nummer 2 schon, oder? Ja. Oh. Das war aber um einiges eine größere Reichweite als vorhin beim Elektroschock. Kriegt er immer eine höhere Reichweite? Ja, das hier, nee, das hier war doch die Entladung. Ach so, stimmt, der okay. Hat ja mal diese ein, ne? Ja, stimmt, das ist recht. Aha. Übler. Okay, esse ich ja schon meinen gebratenen Steak hier. Oh Gott. Ja, im Wasser ist es auch ein bisschen schwerer, einfach nur die Kamera auf dich zu richten. Ja, für mich brauchst du die gar nicht richten. Richte die immer schön aus Monster, ja. Ja, optimalerweise ist stand's Monster auch mit drauf, so ein schlägst du aufs Falsche. Ja, das stimmt. Sü. Naja. Ich werde nicht nochmal sterben, keine Sorge. Ich brauche da immer. Nicht, dass das jetzt so ist wie mit dem Ausweichen, ne? Ja. Ich brauche da immer einen Ansporn. Ich muss da immer sterben, bis ich nur noch einen Versuch habe und dann schaffe ich's. Bei viel zu viele Games so. Ja. Ausdauer brauche ich hier auch verdammt viel. Aber ich muss ehrlich gesagt zugeben. Die Rüstung von mir, die hat ja die Fähigkeit, felsenfest, ne? Und ich muss sagen, die ist echt praktisch. Ich habe die noch nie gehabt, die Fähigkeit. Und ist ja richtig. Man wird getroffen und man kann fast direkt wieder angreifen. Das ist echt geil, praktisch. Ja. Oh, hi Ludrof. Sorry. Ludrof ist wieder weg. Sehr schön. Jo. Können wir diesmal in Ruhe gegen den kämpfen.
Ja, das hier, Lurod ist ja noch harmlos als Begleitung. Ja, schon. Wenn du dann später die Quest hast mit die Doppelquests oder so, ne? Oder erledige alle großen und dann Monster. Diablos und schwarzer Diablos. Ja, die kommen ja oft auch gern hintereinander, aber so Diablos und schwarzer Diablos gleichzeitig, das ist lustig. Das glaube ich. Wenn die dann gleichzeitig auftauchen. Ich finde Rathian schon als Begleiter relativ heftig manchmal. Weil du bei Rathian dem einfach... Rathalos ist... Ja, genau, zum Beispiel. Es gibt später auch den Quest Lagiakos und Elagi. Ich bin mir gerade nicht sicher, oder? In dem Fall, falsch, ich verwechsel das. Okay. Also solange er nicht auf... solange er nicht aufgeladen ist, kann er keine elektrische Attacke machen, oder? Na. Die, richtig, also diese Entladung kann er nur machen, wenn er, ja, vollgeladen ist, wahrscheinlich. Wenn er, geladen ist. Oh, wieder die Attacke. Diesmal weg. Ah, schade. Okay. Aber gut, die Entladung ist auch mit Abstand die schlimmste Attacke. Ja. Unter Wasser kommt man da einfach nicht schnell genug weg. In der Regel nicht, das stimmt. Das ist das Schöne mit der Lanze, da kannst du einfach dann blocken. Ja, das ist sicherlich ganz gut. Okay. Leider noch kein Humpeln. Ne, ich habe auch, ich sehe, wenn wir den fangen können. Aber es ist leider noch nicht so weit. Okay. Das ist praktisch. Ja. Ich glaube, das braucht man vor allem, wenn man als High-Level-Charakter Low-Level-Monster jagt. Ziemlich, oder? Wenn man die fangen möchte. Oh ja. Oh ja. Sonst kommt es einfach gar nicht dazu, dass sie humbeln. Ja, nicht mal, dass sie es irgendwie anfangen können zu humbeln. Ich meine, das ist ja schon mit nicht mal so dollen Waffen, kriegst du es ja schon mit dem Juggy hin. Okay. Nur, dass der ratzfatz humpelt. Ja, Kuropeko ist da auch. Ja, Peko ist da aber noch ein bisschen nerviger. Und der hält auch noch ein bisschen mehr aus. Nicht viel, da hast du recht. Bäh. Vorräte geliefert. Was uns absolut gar nichts bringt, außer dass man, glaube ich, die Mission jetzt beenden könne ohne. Nein. Ja. Das ist ja Vorräte lief. Ist ja im High Rank, startest du nicht nur in einer anderen Position, sondern stillhalten. Ab ihn. Kann man immer noch nicht fangen. Können auch Leute reinkommen, die nicht. Also während wir in einer Mission sind. Ja, nur die können halt nicht in die Mission rein, ne? Ja, das ist. Das wäre ein bisschen komisch. Oder ja. Eigentlich auch ganz cool, wenn sie uns. Okay, warte kurz ab. Wenn wir Glück haben, haut der jetzt aufs Land ab. Bitte nicht warten, sondern einfach nach, aber. Ja. Es war schon zu spät, ich war schon im Übergang, als du es gesagt hast. Nee, das war mit dem Schlafen, wenn. Ach so. 3 Megatonnen. Jo, er ist an Land. Perfekt. Ach. Können wir, wenn ich uns ein bisschen Damage mache. Ja, und der Ludol ist auch hier. So, ich dachte, die vorgefertigte Dinger tut's automatisch übersetzen, wenn man die im Chat. Nee. Oh, wieso greife ich denn den Ludruf an? Das hab ich auch ein paar mehr auf Englisch gefertigt. Ah. So, das war ins Wasser ausgewichen. Jetzt hab ich ihm auf seine große Zehe geschlagen. Oh, nice. Draufhauen. Kick him while he's down. Uff. Ich sehe gerade nur einen Mischmasch von diesem Monster. Uff. So, bam, bam. Au. Heilen. Heilen. So. Oh.
knappe Heilung. Oh, nein. Nein. Nein, 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 nein. Oh. Das war ein bisschen knapp. Ich verstecke mich mal hinter dir. Oh, der Ludort hat gerade schönerweise den Angriff von uns geblockt. Ein großer Ludort und ein kleiner Lagiakost, glaube ich. Ah. Ja, jetzt ist der Ludort mir in die Quere gekommen. Na super. Oh je. Ah, genau, wir waren vorhin noch bei den Vorräten. Ja. Im High Rank kriegst du so Vorräte wie Rationen und sowas nicht geliefert. Die kriegst du ja später geliefert. Ach, ah. Ja. Deshalb, deshalb heißt dann immer Vorräte geliefert. Das ist wichtig zu wissen, glaube ich. Ja. Rationen und sowas. Das ist schon nett. Ich dachte, das wird gar nicht geliefert werden. Nee, nee, das ist halt dieses, Oh, sehr schön. There goes the tail, warte aber mit dem Karven bisher. Ja, das mache ich nicht mehr. Da habe ich meine Lektion draus gelernt. Auch je nachdem kann man das machen. Kann ich wieder ausweichen? Oh, reicht natürlich nicht zum Ausweichen. Okay. Hat er auch da eine Tendenz, den anzugreifen, der gerade mit Donner belegt ist? Mit Donner-Schwäche? Nicht, dass ich wüsste. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, mit dem, nach welcher Priorität Ziele ausgewählt werden. Ich weiß nur, dass es einen Skill gibt, Schleichen, der halt bei minus 10 die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass du Ziel des Monsters wirst, und bei plus 10 die Wahrscheinlichkeit verringert. Die Nagakura-Rüstungen haben, glaube ich, alle Schleichen. Plus 10. Das ist also schon nice. Die ich habe, die hat es jedenfalls. Das ist die erste Nagakura-Rüstung.